Hi, ihr lieben Himmelsstürmer. Es ist wieder soweit, unsere Gottesdienste starten. Erstmal wieder online, aber wir finden Mittel und Wege, um euch zu begegnen und von Jesus zu erzählen. Das ganze Königskinder-Team wünscht euch ein frohes neues Jahr. Auf viele Wunder und auf ganz viel Licht, ganz viele strahlende Momente in eurem Leben in diesem Jahr. Heute werden euch unsere Praktikanten Miri und Erik in ein ganz tolles Thema mit hineinnehmen. Es geht um Gnade. Miri und Erik, das sind unsere Praktikanten aus Marburg. Die haben extra den weiten Weg auf sich genommen, um Eutin und unsere Gemeinde kennenzulernen. Auf euch warten aber nicht nur Miri und Erik, sondern auch Sean. Viel Spaß dabei. Oh, hi Himmelsstürmer. Wisst ihr, mir ist heute was richtig Blödes passiert. Ich konnte mich heute endlich wieder mit meiner Freundin treffen. Mit meiner besten Freundin. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen gestritten. Also eigentlich habe ich mich nicht wirklich gestritten, sondern sie hat meine ganze Schokolade aufgegessen. Meine ganze Schokolade. Und da war ich richtig sauer. Und dann habe ich sie rausgeschmissen, obwohl wir uns richtig, richtig lange nicht mehr gesehen haben. Und deshalb spiele ich jetzt einfach alleine. Hey, was ist denn mit dir los? Julia ist zu Hause. Ich habe sie nach Hause geschickt. Wieso denn das? Ihr habt euch doch so lange nicht gesehen. Ja, schon, aber weißt du, sie war richtig fies. Sie ist nicht mehr meine Freundin. Ich habe sie nach Hause geschickt, weil sie meine ganze Schokolade gegessen hat. Ich krieg echt nicht viel Schokolade. Und dann können wir uns endlich wiedersehen. Und dann isst sie meine ganze Schokolade auf. Das macht man einfach nicht. Da hast du schon recht. Ja, also muss ich halt alleine spielen. Ja. Hey, aber weißt du, ich glaube, es wäre richtig gut, wenn du Julia, wenn du gnädig zu Julia wärst und barmherzig. Hä? Was denn gnädig und barmherzig? Himmelsstürmer, wisst ihr, was das heißt? Also ich habe das ja schon ein paar Mal gehört. Manchmal sagt auch mein Papa sowas, aber ich weiß eigentlich nicht, was das heißt. Ja, du hast recht, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ich habe eine Idee. Himmelsstürmer, aufgepasst! Ratet mal, wer das ist. Das ist schon das Schaf! Richtig. Und wisst ihr, Sean das Schaf macht ja mal richtig viel Unsinn. Denkt mal an die Geschichte, als es den Traktor kaputt gemacht hat. Oder als es den Stier geärgert hat. Oder die Ziege freigelassen, die dann den ganzen Salat vom Bauern aufgefuttert hat. Das war ja nicht gerade so freundlich. Ja, das stimmt. Sean ist bestimmt auch kein guter Freund. Naja, überleg mal. Der Bauer, der muss das ja meistens am Ende reparieren oder wieder gut machen oder hat keine Kohlköpfe mehr. Ist der immer böse auf Sean? Schmeißt der das Schaf einfach raus? Nee, der ist eigentlich trotzdem immer ganz nett zu Sean. Ja genau, und das ist Gnade. Gnade bedeutet nämlich, dass jemand nicht bestraft wird, obwohl er es eigentlich verdient hat. Weißt du, zum Beispiel der Bauer, der ist barmherzig zu Sean, obwohl er eigentlich Sean vom Hof schmeißen müsste. Und vielleicht kennst du auch noch ein Beispiel von dir. Weißt du zum Beispiel noch, als du neulich
die Lieblingstasse von deiner Mama runtergeworfen hast. Das war ja auch nicht so gut, oder? Nee, das war echt nicht so gut. Aber meine Mama hat mich gar nicht bestraft und sie war auch nicht böse auf mich. Weil mir passiert sowas eigentlich echt oft. Das heißt, sie war auch gnädig, oder? Ja, genau. Ah. Und weißt du, was das Beste ist? Du kannst auch gnädig sein. Also meinst du jetzt zu Julia? Ja, genau. Aber ich finde das irgendwie nicht so einfach, weil ich bin trotzdem noch sauer auf sie. Trotzdem noch. Ja, weißt du was? Ich denke, es hilft, wenn du dich mal daran erinnerst, was du schon alles so für Unsinn gemacht hast. Zum Beispiel das mit der Tasse von deiner Mama. Und bestimmt fällt dir noch viel mehr ein. Ja, ich habe mich auch schon mal mit meiner Schwester gestritten. Oder habe auch schon mal gelogen. Das darf man eigentlich auch nicht. Genau. Und weißt du, dass das Tolle ist, wenn man begreift, dass man selbst nicht perfekt ist, dann kann man da auch mit jemand anders gnädig sein. Zum Beispiel, du weißt ja auch, das hast du bestimmt schon oft gehört, dass Gott dir deine Fehler vergibt. Und wenn Gott das macht, dann ist es doch gar nicht so schwer, das auch Julia gegenüber zu machen, oder? Die ja nur diesen einen Fehler gemacht hat. Naja, wir haben uns auch schon mal gestritten. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Wenn Gott so barmherzig und gnädig zu mir ist, obwohl ich manchmal wirklich blöde Sachen mache, dann kann ich das vielleicht auch Julia gegenüber sein. Da fällt mir eine gute Bibelstelle ein. Schau mal. Hier in Lukas 6, Vers 36 steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und du weißt ja, dass mit Vater oft Gott gemeint ist. Und ich finde das richtig motivierend und cool, dass in der Bibel steht, dass wir auch barmherzig sein sollen. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn Gott so barmherzig ist, dann sollte ich das auch mal ausprobieren. Ja, du hast wirklich recht. Danke, dass du mir das erklärt hast. Jetzt muss ich auch nicht mehr alleine Halligalli spielen, sondern kann Julia vielleicht fragen, ob sie wieder mit mir spielt. Hey, sehr gerne. Hey, Himmelsstürmer, das ist doch mal wirklich eine richtig gute Nachricht, oder? Dass Gott immer barmherzig und gnädig mit uns ist und dass wir das auch sein können, finde ich wirklich richtig gut. Und ich würde jetzt richtig gerne noch beten und Gott dafür Danke sagen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr ja einfach mitbeten. Danke Gott, dass du immer so barmherzig und gnädig bist und dass du es so richtig gut mit uns meinst. Danke, dass du uns dabei hilfst, auch barmherzig und gnädig zu anderen zu sein. Amen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall gleich zu Julia gehen und mich entschuldigen, dass ich nicht so nett zu ihr war und mit ihr hoffentlich eine lustige Runde Halligalli spielen. Aber ihr könnt ja vielleicht mal eure Eltern fragen, ob die schon mal so eine Schorn-Aktion hinter sich gebracht haben. Also irgendeinen Streich gespielt oder ob ihnen vielleicht auch schon mal eine Dummheit passiert ist. Ich hoffe, ihr hört noch richtig viele witzige Geschichten. Tschüssi!